Warum diese eine Chance nicht nur einmal kommt. Manchmal denken wir, wir haben eine Gelegenheit und müssen uns jetzt wirklich entscheiden und diese Gelegenheit kommt nie wieder, es kann beruflich oder privat sein. Wir verbeißen uns dann eigentlich in diese Idee, in diese Illusion, unbedingt diese Idee eben zu verfolgen, so wie wir sie uns eben vorstellen. Wir denken uns dann aus, dass diese Chance nie wiederkommt und dass wir nie wieder so eine Gelegenheit bekommen, entweder eben so einen Job zu starten oder einen bestimmten Partner eben an unserer Seite zu haben und eine bestimmte Beziehung zu führen. Ich habe für mich festgestellt, dass das eigentlich nicht so ist. Richtige Herzensangelegenheiten und Wünsche werden nicht nur einmal in deinem Leben aufkommen und du wirst nicht nur einmal in deinem Leben die Chance haben, da genau das zu bekommen, was du dir eben wirklich wünschst, sondern definitiv mehrmals. Es mag sein, dass die gleiche Gelegenheit nicht in genau derselben Form wiederkommt, aber definitiv die Chance dazu, genau das zu bekommen, was du eben willst und was du dir wünschst. Das kann eine Karriere sein, das kann eine Liebesbeziehung sein, eine Freundschaft, eine bestimmte Umgebung, in der du leben willst. Du wirst immer die Möglichkeit haben, dich zu verbessern in deinem Leben und es werden immer Gelegenheiten kommen, wie du dich verbessern kannst. Sie mögen nicht haargenau gleich sein wie beim ersten Mal, aber vielleicht ein bisschen besser. Oder eben anders. Vielleicht ist es einfach ein anderes Land, das du dir zuerst ausgedacht hast oder ursprünglich dachtest, du dir vielleicht eine ganz andere Arbeitsstelle oder eine andere Firma, in der du glücklich wirst. Aber dann hat sich etwas anderes ergeben. Nichtsdestotrotz wirst du immer diese Gelegenheit haben, deinen Herzenswunsch erfüllen zu können. Das ist auch mit Partnern so. Manchmal lernen wir jemanden kennen und vernarren uns total in diese Person und bilden uns ein, wir werden nie wieder jemanden Besseren kennenlernen. Und es passiert ganz schnell, dass wir uns selbst eben so confirmen, also dass wir uns selbst bestätigen und uns selbst eben Sachen auch einreden, die vielleicht realistisch gesehen überhaupt gar nicht so sind. Weil wenn die Zeit vergeht und du diese Gelegenheit dann eben nach dir irgendwie verpasst hast, wirst du feststellen, 2, 3 Jahre später oder vielleicht schon viel früher, kommt genau diese Gelegenheit oft sogar viel besser. Also das heißt, dass du genau diese Chance, die du ursprünglich wolltest, genau wiederkommt, nicht haargenau gleich, aber anders und oft sogar viel besser, als sie ursprünglich war. Und du bist dann rückblickend vielleicht sogar froh darum, dass es beim ersten Mal nicht geklappt hat oder beim zweiten oder beim dritten Mal. Wie gesagt, die Chance, deine Herzensangelegenheit wirklich zu erfüllen und dich selbst glücklich zu machen und ein glückliches Leben zu führen, die gibt es nicht nur einmal. Das ist eine Einbildung, die wir uns selbst oft einreden, um uns selber auch irgendwie Druck zu machen, um uns selber in Zugzwang vielleicht auch zu bringen, dass wir uns selbst motivieren, aktiv zu werden. Aber es stimmt nicht. Ich habe für mich festgestellt, diese Chancen, die du dir wirklich wünschst und wirklich in deinem Herzen sind und wo du dir schon vielleicht seit 10 oder 20 Jahren gedacht hast, das wäre mein Traumleben, die kommen immer wieder, nur in anderer Form. Mag sein, dass es dann bei der dritten oder vierten Chance nicht mehr ganz so einfach ist wie bei der ersten oder zweiten, aber definitiv kommen diese Chancen immer wieder in deinem Leben und du wirst immer wieder die Gelegenheit haben, genau deine Wünsche zu erfüllen und ein glückliches Leben zu führen. Das habe ich für mich festgestellt, aber auch bei allen Menschen, die ich kenne, es wird immer wieder die Chance für dich geben. Erzähl mir gerne von deinen Geschichten zu diesem Thema Herzenswünsche und die Chancen, die uns im Leben so auftreten. Und ja, bis ganz bald.